Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Gothic, Folge 54. Wir stehen hier gerade bei Urshak und vor der Orkstadt, ja, vor der Orkstadt, liebe Freunde. Da drüben stehen sie, die Gauner. Da werden wir jetzt aber nicht hingehen. Wir werden jetzt erstmal mit dem Dämonenbeschwörer sprechen, a.k.a. Xardas. Xar zu dem Motherfucking Das. Ja. Und da, ich habe ja eine Teleportstein, aber das geht ja nicht, wegen der Mod. Das heißt, ich muss das Ganze wieder über Konsole machen. Das heißt, ich gebe ein Go-To, Waypoint, DT, unterstrich, Library. Und da sind wir auch schon, bei dem guten Mann. Da steht da der Lümmel. Und mit dem können wir jetzt reden, Freunde. Es geht leider nicht anders. Das müssen wir jetzt leider so machen, weil das Spiel hängt sich immer auf. Ich habe das schon so oft versucht, es hängt sich immer auf. Ich habe mir die Antworten vom Ork-Schamanen geholt. Gut, dann berichte. Die 5 Ork-Schamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Orkstadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Okay. Ja gut. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder runterjumpen. Ich werde gleich mal hier speichern, Freunde. Ich kann jetzt hier wieder... Ich hoffe, er macht jetzt die Hechtrolle. Hussa! Ja, das war er. Beim ersten Mal. Prima. Okay, das heißt, wir können jetzt in die Orkstadt rein, Freunde. Sofort. Das ist ja krass. Ich wusste nicht, dass das so schnell geht. So, komm her, Junge. Den Razor nehmen wir natürlich mit. Na, Junge. Die Razor geben richtig viel. Das ist nice. Und da stehen noch ein paar. Sehr schön, Freunde. Und da ist Feuerwaran. So. Da oben ist eine Feuerechse. Ich nehme nochmal einen Schluck vom 70-prozentigen und dann speichere ich hier wieder auf die 1. Mal gucken, ob ich von hier... bin noch ein bisschen weg. So. Na. Hä? Alter, 500 geben die. So viel war das. Krass. Feuerwaran. Kann ich die Zungen, kann ich eigentlich mitnehmen. Aber ich habe so viel Zeug noch. Ich glaube, das werden wir gar nicht alles vertickt bekommen hier. So. Da unten. Guck mal, den kann ich noch mit der Armbrust fertig machen. Den Beißer. Zack. So, das fand ich aber echt cool. In der letzten Folge haben wir den Urshak da getroffen vor der Stadt. Ich dachte, wir müssten da wieder bis, jetzt ist da der Baum davor. Ich glaub's ja nicht. Wir müssten da wieder bis zum Kastell hochlatschen. Aber glücklicherweise ist der junge Mann direkt vor der Stadt. So, und jetzt können wir tatsächlich in die Orkstadt reingehen, Freunde. Wie krass ist das denn? Huch! Wer hat sich denn da versteckt? Ja, die Frage ist nur, wie komme ich da jetzt wieder hin? Wo ging es denn da zum Urshak? Ist da hier lang? Wieder voll in die Blätter reingesprungen, Junge. So. War das hier so? Oh Gott.
Hier sind noch Orks. Waffe ziehen. Feuer. Nummer 1. Nummer 2. Stufe gestiegen. Sehr gut. Alter, jetzt brauche ich noch 10 Lernpunkte und dann kann ich... Hier ist ja noch alles mit Orks zugeschissen. Die nehmen wir natürlich mit Orkjäger. Was willst du denn, Junge? Geh weg. Oh, hier ist noch... Oh Gott, hier ist eine ganze Leute. Tun die mir viel? Nein, nicht auf die... Schön noch auf die Leiche. Komm, nächster. Jawohl, und nächster. Stellt euch einfach an, Leute. Durch meine Rüstung juckt mich das jetzt einfach gar nicht mehr. So, nächster. Und du noch. Wie viel nicht die mir ziehen? Das ist ja echt ein bisschen auffällig. Ist das durch die Mod oder ist das wirklich so im Spiel, dass die so krass ist, die... Crawler-Rüstung. Was willst du? Komm her. So, wird schon wieder ein bisschen dunkel. Ah, hier ging es doch zur Orkstadt. Genau, hier sind wir gewesen und dann sind wir nach... Nee, warte mal, sind wir hier lang? Hier sind wir lang. Und dann hier rein. Okay, Freunde. Krass. Da ist Orschak. Können wir mit dir nochmal reden? Nö. Alles klar. Dann können wir jetzt, Freunde... Alter, in der Nacht. Ich gehe da einfach mit meiner Fackel rein. Das wird so episch aussehen. Das Bergmoos noch mit. Nehmen dir die Fackel. Da. Wir legen das Ulumulu, das heilige Ulumulu legen wir an. Zack. Und jetzt werden wir durch die Orkstadt marschieren und niemand wird uns aufhalten. Orks. Gemäß der Regel dürft ihr mich nicht angreifen. Sehet, ich trage das Ulumulu. Oh, ich sehe hier überall nur Erfahrungspunkte, Freunde. Aber das sind echt viele Orks. Guck mal, da ist gerade Party. Und ihr seht, die sind alle rot. Die sind also eigentlich alle übelst wütend. Und den kribbelt es wahrscheinlich in den Fingern. Würde mir am liebsten jeder eine Schelle verpassen, aber... Das dürft ihr nicht, liebe Freunde. Ist verboten. Ich hab das Ulumulu. Geht's hier weiter? Nö. Wo geht's denn jetzt weiter? Ach, hier durchs Tor, oder was? Machet mir auf! Oder soll ich? Dann mach ich halt. So. Hier machen sie fetten Dance. Scavenger am Spieß. Kann ich den drehen? Oh, ich kann die sogar ansprechen. Nein. Ach, jetzt geht er mal weg. Ich will hier. Tatsache. Ich drehe mal euren Scavenger mit der Fackel. So reicht. Die verfolgen mich hier auch teilweise. Alter, Freunde, wir sind jetzt in der Orkstadt, ey. Bin ein bisschen nervös. So, was gibt's denn hier? Es gab zwei Wege da rein. Er hat irgendwas von irgendeiner Statue gesagt. Oder, wie konnte man denn da noch rein? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Weg in den Schläfertempel. Langsam verstehe ich Xardas Ziel. Ich bat ihn um Hilfe bei der Zerstörung der magischen Barriere und er zeigt mir tatsächlich einen Weg. Nur hat dieser Weg überhaupt nichts mit dem großen Erzhaufen der Wassermagier zu tun. Stattdessen verlangt er von mir, einen Weg in den unterirdischen Schläfertempel zu finden. Ach fuck, hatte der das nicht aufgeschrieben? Vielleicht ist es bei erfüllter Mission dabei. Was hier noch vielleicht? Ne, da stand jetzt nichts.
Suche nach dem Ulumulu. Da auch nichts. Na gut, Freunde, muss ich mich ein bisschen umgucken. Hat keiner gesagt, dass es einfach wird. So, was ist denn zum Beispiel hier? Hier brennt ein Feuer. Soll ich mal, kann ich da? Hier ist ja gerade kein Ork da. Ich gehe mal kurz in die Kiste. Orkischer Teleportzauber. Feuerball. Feuerregen. Feuersturm. Licht. Heilung und Verwandlung Ork-Hund. Ha. Orkischer Teleportzauber, wo teleportiert der mich denn hin, bitte? Steht da nicht. Den hatte ich ja schon mal bei dem Ball. Weiß ich nicht, wie der hieß. Juckt den das, wenn ich speichere hier mal kurz. Ich will nur mal wissen, ob den das stört, wenn ich hier in die Kiste gehe. Anscheinend nicht. Nehme ich alles mit. Alles klar, Brudi. Ich mache wieder einen Abgang. Wie die mir auf die Finger gucken, ist richtig krass. So, hier müsste es ja auch nicht stören, ne? Ne. Ach, guck mal. Und hier gibt es noch Buch. Hier gibt es noch ordentlich Tränke. Das ist auch nicht schlecht. Alles cool. Kann's wieder gehen. Ich mach doch nichts. Guck mich nur ein bisschen um. So, jetzt war ich überall drin. Ne? Ja. Ha. Huch. Hier geht's. Nein, hier geht's raus. War ich jetzt überall drin? Warte mal. Eins, zwei, drei. Ja, war überall drin. Okay. Was die auch immer husten, Freunde. Ich muss ja mal mit einer Packung, Ricola vorbeikommen. So, was denn hier? Freiheitsstatue? New York? Das sind die Anfänge von New York, liebe Freunde. Was geht denn da oben? Da ist eine Statue. Der hatte doch was von einer Statue gesagt. Meinte der die da? Ich speichere hier nochmal. Alter. Bin ein bisschen nervös. Ich will mich hier nur ein bisschen umgucken. Guck mal, da geht's doch rein. Aber wie komme ich hier durch? Der Hebel bewegt sich kein Haar breit. Warum denn nicht? Fuck, was hatte der denn gesagt? Wie komme ich da rein? Ich komme einmal mit irgendeiner Statue von Eule? Der hatte doch irgendwas von Eule gesagt. Was ist das hier? Wie komme ich hier rein? Da oben komme ich ja nur mit, wie heißt es? Telekinese ran. Und ich habe, glaube ich, keine Telekinese. Hier ist noch ein fetter Thron, da setze ich mich direkt mal drauf. Horn? Hier ist halt immer ein Ork dabei, das kotzt mich so an. Geh doch mal weg, mach doch mal was anderes. Wo geht's denn hier hin? Und dann hustet der mir so in den Nacken. Geht's hier in den Tempel? Da steckt ein Schwert. Alter, was ist das für ein Schwert? Rachestahl. Alter, das ist einfach noch brutaler als mein Grimmstahl. Willst du mich verarschen? Ich habe mir erst vor kurzem den Grimmstahl gekauft. Egal. Krass. Hallo? Kann ich nicht betätigen? Ist da eine Armbrust drauf? Ich kann das nicht sehen. Oder ist das einfach nur, wo der dran hängt? Ich kann das nicht erkennen. Ist das eine Waffe? Aber ich kann es ja nicht betätigen. Ich will wissen, was das ist. Das sieht aus wie ein Stab oder so. Oder vielleicht...
Vielleicht ist das einfach nur, wo der dran hängt. Das ist nichts Wichtiges. Das hier ist Wasser, okay. Ist hier irgendwas Wichtiges? Nee, hier ist nur Wasser. Ja gut, ich guck mal gerade, ob ich Telekinese habe. Damit müsste man doch... das runterholen können, oder? Also was habe ich halt nicht? Ich habe nur einen orkischen Teleportzauber, den ich mal ausprobieren könnte. Der aber eventuell das Spiel zum Abstürzen bringt. Aber es wäre mal echt interessant... Ich komme da nicht rein. Na, ist ja auch egal. Wäre mal echt interessant, wo der hinführt, der Teleportzauber. So, ich gehe aber mal hier wieder raus. Und ich will auch mal das Horn mitnehmen. Weil ich... So, jetzt ist gerade kein Ork da. Was ist das für ein Horn? Ist das hier mit dabei? Nee. Hier auch nicht. Ist das hier mit? Wo ist denn das Horn? Horn. Wir können dann... Was können wir denn mit dem Horn machen? Das ist ja richtig krank. Ich will mich nur mal hier... Kann ich mich hier nicht hinsetzen? Nee. Okay. Ich wollte jetzt nur... Was macht denn das Horn? Also ich weiß, damit kann man tröten, aber soll ich das irgendwie anwenden? Irgendwo? Ich hoppel mal eben zurück und speichere mal hier. Ich will nur mal gucken, ob das irgendeine Wirkung hat auf die Orks, wenn ich damit spiele hier. Anscheinend nicht. So, und dann will ich mal den Teleportzauber ausprobieren. Wo mich der hinbringt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Orkischer Teleportzauber. 7. Mal gucken, ob das Spiel abschmiert. Ich sag gleich was dazu, Freunde. Komm her! Wie komme ich hier wieder raus? Jetzt mal ernsthaft, wie komme ich hier wieder raus? Also ich meine, ich könnte mich jetzt zum... Ich könnte mich ja wieder zu Xardas teleportieren. Aber wie komme ich dann wieder... Ja gut, ich könnte mich zu Xardas teleportieren, ja. Oh, Freunde. Ich glaube, wir sind in dem Tempel. Ich speichere mal einfach auf die Nummer... Warte, ich das jetzt mal oben. Genau, ich speichere mal auf die 3 wieder. Und es kann sein, dass das Game jetzt abkackt, weil ich glaube, wir betreten jetzt wieder eine neue Map. Wir gucken mal. Bis jetzt sieht's gut aus. Und das war's mit Gothic. Scheiße. Aber ist egal. Ich starte Gothic jetzt einfach neu. Das geht ganz fix. Krass. Da sind wir jetzt schon... Das ist doch der Tempeleingang. War's das schon?
Das ist doch der Schläfertempel. Was sagt denn die Zeit? Wir haben noch 10 Minuten. Mal gucken, ob es jetzt geht. Neuer Tagebucheintrag. Brauche ich gar nicht zu gucken. Weg in den Schläfertempel. Es ist mir gelungen, in den Tempel des Schläfers zu gelangen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was mich erwartet. Aber ich werde es herausfinden. Ja, Brudi, da sagst du was, ey. Erstmal mache ich mir eine Fackel an. Ich habe gar nicht zwei Händer geübt. Ich wollte doch nur zwei Händer üben. Wie viel würden mir da jetzt noch fehlen? Halt. Oh, mir würde gar nicht mehr viel fehlen. Also, naja, schon ein bisschen, aber das... Vielleicht so... Ja, 7500 Erfahrungspunkte. Alter. Ich habe nicht gewusst, dass es jetzt so schnell geht, Freunde. Hier geht's rüber. Oh Gott. Da rauchen die Klöten. Puh. Ich sag's gern nochmal, Freunde. Wir sind jetzt in dem Tempel, ne? Ich speichere mal zur Sicherheit hier rauf. Und da hinten steht schon ein Compadre, der mich erwartet. Und ich habe noch das Ulumulu in der Hand, ich Idiot. Oh Gott, da kommen schon die anderen. Alles klar, ich mache mal einen Abgang. Ich muss mal die Waffe wechseln. Sehen die mich noch? Nee, okay. So, jetzt ein bisschen was trinken. Also ich meine, wir haben ja noch genug Tränke, so ist nicht. Und ein Schwert ziehen, was mir was gut in den Händen liegt. Und das ist, wie heißt das? Rachestahl, Freunde. Alter Falter. Mal gucken. Oh, da wartet er ja schon. Komm her, Junge. Komm her. Okay. Wir kommen schon gegen die an, Freunde. So ist es nicht. Wir kriegen das schon hin. So, sagt die Zeit. Wir haben noch 7 Minuten. Komm, Junge, der macht Karate hier. Zack. Nächster. Hier nur die Wandmalereien an. Dead. Was hängt denn da? Ist das ein Ulumulu? Da hängt ein Ulumulu und meine Armbrust oder was? Verbackt das Ganze hier alles. Guck mal, da ist wieder so ein... Das hatte ich schon im Nebelturm. Das Vieh hier. Was willst du, Junge? Skelettmagier. Komm. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Der hat doch so geilen Scheiß Skelett beschwören. Alter, wir können uns eine richtig fette Armee machen aus Skeletten, ne? Das klingt nach nach Minecrawler. Alter, wir sind in dem Tempel, Freunde. Und das Tambourin. Ich wollte eigentlich die Fackeln, mach mal. Na, die Fackeln mit, Junge. So. Ich will nur mal eben kurz
So. Ich muss jetzt direkt nochmal speichern hier. Das ist ja sehr krank. Auf die... Ich will mal den draußen lassen. Den Speicherstand, wo wir noch draußen sind. Falls das jetzt hier komplett falsch war. Schalter. Oh Gott. Die kommen noch blisch. Das war so klar. Dass die hier angeschissen kommen. Was willst du, Junge? Jetzt mach ich dich. Und jetzt deinen Kollegen. Komm her. Komm her. Da knarzt es doch schon wieder. Komm her. Ich kann dich durch das Gitter erreichen, mein Freund. Komm. Komm. Alter. Ist hier noch ein Knopf? Hier ist ein Knopf. Passiert nichts. Und hier ist ein Knopf. Und das Tor geht auf, Freunde. Hier erwartet mich doch schon wieder was. Okay, hier sind irgendwie so drei Säulen. Schalter. Schalterschwede. Noch ein Schalter. Ja, das ist okay. Drei Schalter. Ich betätige sie mal alle. Trank. Fackel. Trank. Trank. Axt. Irgendwas Krasses dabei. Trank der schnellen Heilung. Nee, das bringt nichts. Ich dachte, das ist irgendwie Mana, also Lebensenergiebonus noch. Der hat sich doch gerade wieder zurückgedreht. So. Da immer. So. Und jetzt? Was ist das? Nichts passiert. Ach so. Ach so, das ist die hier. Das sind die, okay, das sind die Zeichen, die da auf dem Boden waren. Was ist das denn hier links? Was soll denn da sein? Okay, ich nenne es, sieht aus wie, ich nenne es mal Träne, Kreis und Euro. Wahrscheinlich in der Reihenfolge. Da oben fliegt mein Zeug, ey. Das macht mich so fertig. Träne, Kreis und Euro. Das Kreis. Das Träne. Träne. Kreis. Und Euro. Ja. Mhm. Und die Tore gehen auf. Wir können weiter, Freunde. Und unten ist das Tor auch aufgegangen. Und da sehe ich schon meinen Crawler. Hallöchen, liebe Freunde. Junge, Junge, da sind wir aber in was reingeraten. Und ich würde sagen, Freunde, wie es weitergeht, checken wir in der nächsten Folge von Let's Play Gothic aus. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet, liebe Freunde. Puh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.